Wenn morgen die Fußball-EM in Deutschland startet, ist das auch eine schöne kleine Ablenkung für viele. Weil nicht immer nur Krisen und Kriege. Für dieses Team allerdings ist Ablenkung kaum möglich. Die Palästinenser haben zwar keinen eigenen Staat, aber eine eigene Nationalmannschaft, die bei der EM nicht dabei ist. Aber seit 1998 ist Palästina vollständig anerkanntes Mitglied des Fußballweltverbands FIFA. Deshalb träumt das Team gerade von der Qualifikation für die Weltmeisterschaft, obwohl die Umstände nicht schwieriger sein könnten. Ramin Sina. Wenn der Ball rollt, können sie den Schmerz kurz verdrängen. Training in Kriegszeiten für die palästinensische Nationalmannschaft. Sie müssen im Ausland spielen. Sportstätten in Gaza sind völlig zerstört. Viele von ihnen erzählen, sie haben durch israelische Bomben Freunde, Familie, frühere Mitspieler verloren. Der Fußball steht eigentlich nicht im Vordergrund. Und doch hilft er ihnen, ihre Botschaft in die Welt zu tragen. Ich spiele für meine Familie, meine Freunde in Gaza, all jene, die wir lieben, von denen so viele ihr Leben verloren haben. Wir spielen für sie und für die palästinensische Sache. Hoffentlich können wir eines Tages zurückkehren nach Palästina und dort spielen, damit unsere Fans uns im Stadion zujubeln können und nicht nur vor dem Fernseher. Noch gilt Heimspiele in Katar, im Schatten der Skyline von Doha. Ausgerechnet dort, wo bislang vergeblich über einen Waffenstillstand zwischen Hamas und Israel verhandelt wird, verfolgt das palästinensische Fußballteam den Traum der ersten WM-Qualifikation. Möglich, weil der Sport anders tickt als die Politik. Die FIFA hat im Gegensatz zur UN Palästina als vollwertiges Mitglied anerkannt. Aus Gaza schicken uns die Menschen Nachrichten, wenn wir ein Spiel gewinnen. Die Leute schicken Videos, wie sie gemeinsam in den Zelten mitfiebern. Mehr Motivation geht doch gar nicht. 1600 verwundete Menschen aus Gaza sind seit Kriegsbeginn in Katar untergekommen. In Wohnungen, einst gebaut für Fußballfans vor der letzten Weltmeisterschaft. Mamdouh Khalil hat durch einen israelischen Raketenangriff sein rechtes Bein verloren. Er, seine Frau Sahar und die Kinder erhalten nun in Katar medizinische Versorgung. Die Familie liebt Fußball. Dass Palästina eine Mannschaft hat, gibt ihnen das Gefühl, sie werden gesehen. Wir hoffen auf die weltweite Anerkennung als Staat. Wir wollen Freiheit, Frieden, in Sicherheit leben und in Würde. Wann immer er kann, geht er ins Stadion. Von der Tribüne aus unterstützt Mamdouh die palästinensische Mannschaft im Kampf um einen WM-Platz. In roten Trikots gilt für die Palästinenser gegen den Libanon verlieren verboten. Ein Tor bejubeln dürfen die Fans nicht, zittern, weil die Stürmer nicht treffen. Und doch reicht den Palästinensern das 0:0, um in die nächste Quali-Runde einzuziehen. Sie sind weiter im Rennen um einen Platz auf der größten Fußballbühne. Ihr Wunsch, Palästina bei der WM und vor allem Frieden in der Heimat. Auf der großen europäischen Fußballbühne geht morgen der Vorhang auf. Party- und Lichterfestival gab es an einigen der 10 EM-Spielorte, aber schon vorher, wie hier in Frankfurt am Main. Und auch wenn viele das Wort Sommermärchen wirklich nicht mehr hören können, weil es allzu oft strapaziert wurde, die meisten hätten bestimmt nichts dagegen, wenn es zu einer Neuauflage käme. Und das Gute ist ja, man muss kein Fußballfanatiker und Taktikfuchs sein, um sich mitreißen zu lassen. Es reichen Spaß am Event, am Kaltgetränk und an reichlich Dekorationsschnickschnack, wie Ingrid Bertram und Lucius Zöller zeigen. Sie ist fast fertig, die Rullichstraße in Essen-Altendorf, ein einziges Fahnenmeer. Das ist sein Werk. Achim Klimek schmückt bei jeder WM und EM aufs Neue alle Häuser penibel mit den Fahnen der teilnehmenden Länder. Dieses Jahr ist die Botschaft eindeutig. Klimek hofft auf ein neues Sommermärchen. Dabei ist der Kummer schon gewohnt. Die letzten drei Turniere hast du hier aufgebaut, hast du Mühe reingesteckt, monatelang. Und ist in der Vorrunde ausgeschieden. Und dafür habe ich gedacht, na, machst du das oder machst du das nicht? Jetzt machst du es wieder. Jetzt mache ich es wieder. Warum? Kann ich auch sagen. Das ist wie eine Ehe. Ja, es gibt gute und schlechte Zeiten. Wird es wieder gelingen, das Sommermärchen? Im Dortmunder Zoo orakelt Orang-Utan Walter über den Ausgang des ersten Spiels Deutschland gegen Schottland.
Mit einem Futtertrog entscheidet er sich für den Gewinner. Der Orang-Utan gilt als erfahren. Schon seit 20 Jahren gibt Walter recht zuverlässig seine Prognose für Fußballspiele ab. Diesmal gibt es Interpretationsspielraum. Ich würde sagen, er hat ja kurz gezögert, hat sich die Eimer angeschaut, ist dann ja sehr entschlossen zum Deutschland-Eimer gegangen. Und deswegen würde ich sagen, ist der Tipp eigentlich schon eindeutig, dass Deutschland gewinnt. Aber er hat sich dann auch noch dem Schottland-Eimer zugewendet, sodass das vielleicht eine knappe Angelegenheit wird. Hier wird am Sommermärchen gearbeitet. In der Fußballstadt Dortmund ist die Vorbereitung der sogenannten Fanzone in vollen Zügen. Allein hier sollen rund 6.500 Fans die Spiele gucken können. Letzter Rundgang des Planungsstabs der Stadt. Morgen muss alles fertig sein. Es ist enorm viel zu tun, aber es macht auch Spaß. Also das einfach zu sehen. Wir hoffen einfach, dass wir ab morgen hier wirklich ganz, ganz, ganz tolle Fußballfeste veranstalten können und die auch dann erleben können, dass wir es auch selber ein bisschen genießen können. Auch wenn es auf den ersten Blick nicht auffällt, in Dortmund sind schon viele internationale Fans unterwegs, so wie Paul Heimdahl aus Norwegen. Ich glaube, das wird eine großartige Atmosphäre. Menschen aus aller Welt, die vereint Fußball schauen und es genießen. Wir sind Fans aus Albanien und sind für das Spiel gekommen. Am Samstag werden wir Italien schlagen. Die Schotten sind nicht zu übersehen. Ich sollte gar nicht hier sein. Mein Boss weiß nichts davon. Ich bin nur für das erste Spiel da und möchte so viel sehen wie möglich. Hier fließt das Bier, die Lager sind voll. In der Traditionskneipe zum Alten Markt freut man sich auf die internationalen Fans. Hier ist genau fast wie im Stadion, das heißt immer die Hölle los. Das Sommermärchen, es kann wieder gelingen. Achim Klimek hofft, dass sich diesmal seine Arbeit gelohnt hat.